Und damit Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Die Stadt wächst. Wir haben das letzte Mal noch ein paar Kleinigkeiten verbessert. Wir haben die Monorail-Bahn ein wenig filigraner gestaltet und verbessert. Wir haben den U-Bahn-Anschluss gemacht. Und wir haben vor allen Dingen nochmal einen U-Bahn- und Zug-Hub gesetzt und die Zugstrecke nochmal verbunden für den Weiterbau, für die Weiterführung auf den letzten Inselpart, wenn wir ihn denn freigeschaltet haben. Und in dieser Folge gucken wir mal, was noch so auf uns wartet. Also, los geht's. Wir haben ja auf der Insel hier noch ein paar Freiräume. Und unter anderem habe ich ja gesagt, ich würde ganz gerne hier unten wieder Hotels hinbasteln und würde den Strand hier diesmal tatsächlich unverändert lassen, also keine Promenade hinbauen, sondern würde ihn tatsächlich einfach genau so lassen, wie er ist. Was ich allerdings ganz gerne machen würde, ist... ich habe mir überlegt, dass man hier oben vielleicht auch nochmal wie so ein Hightech-Wohngebiet hinbauen könnte. Dazu würde ich dieses Plateau hier ebnen. Also ich würde es auf eine Ebene hochbringen, vermutlich auf die mittlere. Des Weiteren würde ich genauso dieses Plateau hier ebnen und auch hier ein Luxusgebiet hinsetzen, sodass wir quasi hier oben Einfamilienwohnhäuser haben und diese dann hier auf die Kerncity runtergucken. Wir lassen dann eine Straße hier unten mit lang laufen, die dann voraussichtlich hier hinten ihre Verbindung bekommen wird. Auf diesem Stück mal sehen, vielleicht ziehen wir das ganze Gebiet auch hier oben mit rum, dann müssen wir mal schauen. Und hier hinten werden wir uns dann wahrscheinlich noch ein bisschen um Tourismus kümmern, ein paar Bars hinbauen. Aber da müssen wir mal schauen, wir müssen ja letztendlich auch noch die Straßen hier oben ein wenig miteinander verbinden und dann auch noch gucken, wie die Straßenbahn sich hier weiterentwickelt und vor allem sich weiter und wo entlang zieht. Da müssen wir dann mal schauen. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch eine zweite Brücke für die Straßenbahn oder eine kleinere. Vielleicht lassen wir die auch woanders langlaufen. Wir müssen mal gucken, was da kommt und wie wir das Ganze umsetzen können. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Wir werden als allererstes hier oben ein bisschen Terraforming betreiben. Ich habe ja gesagt, wir wollen hier oben alles ebnen, dass wir hier auf eine Ebene kommen, im Großen und Ganzen. Natürlich müssen wir jetzt halt auch gucken, weil hier oben ja auch, ich will jetzt hier nicht zu viel vom Dings wegnehmen. Also ich würde ungern die Kanten verändern, deswegen müssen wir halt mal ein bisschen drauf achten, dass wir hier halt auch nicht zu weit an die Kanten rankommen, damit wir die Grundstruktur der Klippen hier nicht verändern. Dann haben wir das hier eigentlich im Großen und Ganzen schon geebnet. So. Das hier hinten, habe ich ja gesagt, würde ich ganz gern so lassen. Und dann gucken wir, dass wir hier noch weitergehen. Das Einzige, was ich halt hier machen würde, ist, dass wir hier noch das Zwischenstück setzen, dass es hier straßentechnisch nicht zu viel hoch und runter geht. Wunderbar. Und hier könnten wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auch noch mal wie so eine zweite Ebene noch machen. Vielleicht sogar eine dritte, dass wir hier unterschiedliche Plateaus haben, auf unterschiedlichen Höhen, die hier alle immer so ein bisschen, dass das wie so verschiedene Ebenen sind, auf denen die einzelnen Platten hier stehen, auf denen die einzelnen Wohngebiete stehen hier hinten.
die man dann miteinander verbinden kann. Okay, wir fangen erstmal hier oben an. Wir fangen erstmal hier an. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass wir auch nicht zu nah an die Klippen ranbauen. Könnten von hier aus quasi auch schon direkt den Weg hier entlang ziehen. Ach so, jetzt ist das ist hier. Okay, wir müssen hier voraussichtlich die Dingsbahn einmal kurz abreißen. Ich überlege, ob wir unten einen Anschluss machen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Also ich würde ungern da unten einen Anschluss machen. So. Ich glaube, das Gebiet hier lassen wir wirklich frei. So, dann werden wir jetzt gucken. So kommt daran. Hier drüben passt das auch. Okay, dann bleibt das auf jeden Fall hier schon mal bestehen. Und straßentechnisch können wir letztendlich dann hier noch mal dass wir hier zusammenkommen und noch mal ganz kurz ein bisschen anpassen.
So. Jetzt geht es hier drin eigentlich immer nur noch um so kleine Straßeneinschlüsse. Viel Platz für großartig andere Straßen werden wir hier drin halt nicht haben. Weil halt auch alles recht dicht ist. Ihr seht das selber. Glaube, das hier unten können wir auch so lassen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist, wir werden hier oben noch einen Zaun drumherum ziehen. So ein Naturschutzgebiet-Zaun, dass halt die Klippen. Da werden wir aber gucken, dass wir erstmal vorher noch einen Weg drumherum ziehen. Obwohl. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir werden einfach den Zaun ziehen. Immer mal so stückchenweise, wenn dazwischen wieder Häuser auftreten. So, ganz kurz hier noch mal rein. Dann gucken wir, dass wir den hier oben lang laufen lassen. Beispiel bis hier. Und dann hier oben auch einfinden. Nämlich hier. Bis hier vorne, weil hier haben wir genug Platz. Hier auf der Zweierreihe würde ich es tatsächlich schon wieder sein lassen. Dass wir den ab hier setzen. Und der muss ja gar nicht mal bis sonst wo hingehen. Das reicht ja, wenn er letztendlich hier noch so ein Stück mit um die Kurve geht. Um die erste. Und dann können wir hier hinten immer noch Häuser hinbasteln. Und es ist halt wichtig, dass er hier hinten mit lang läuft. Also wirklich hier, wo sowieso kaum vernünftige Häuser gebaut werden können aufgrund des Terrains. Also können wir den ganzen Bereich hier auch wegnehmen. Also eigentlich auch bis hier hinten. Ziehen wir den hier noch mit rum. Da unten kann man dann später noch ein paar Bäume mit hinsetzen und ein paar Felsen. Und dann passt das doch. Hier oben machen wir auch einen mit hin, dass wir hier noch keine Häuser mit hinsetzen auf das Stückchen.
Und dann haben wir das eigentlich alles. Dann können wir das ganze Gebiet hier einziehen. Und hier würde ich tatsächlich auch wieder Dingshäuser draus machen. Green Cities Kleinanlagen. Weil die einfach, glaube ich, hier oben unheimlich cool aussehen. Besser als die Hightech-Häuser. Das müssen wir halt nur gucken, dass wir hier. Ich überlege, ob wir hier noch einen kleinen Arzt mit reinbasteln. Zumindest hier unten hin könnte man ja noch eine Polizei, obwohl. Könnte die letztendlich auch hier mit reinbauen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Obwohl, Wasser haben wir schon. Strom müsste eigentlich auch da sein. Der kommt dann von hier unten. Und dann können wir hier auch die Green City Häuser mit hinsetzen. Könnten vielleicht noch ein paar kleine Parks mit reinbauen. Hier, ne, so gerade was zum Tennis spielen, zum Basketball spielen oder hier oben noch einen kleinen Tennisplatz. Hier so einen kleinen Tropengarten. Dann können wir auch hier schon jetzt das Wohngebiet reinziehen. So. Natürlich immer darauf achten, dass wir auch nur das einziehen, was Sinn macht. Das hier zum Beispiel nicht. Das nicht, das nicht. Das macht Sinn, das nicht. So. Hier macht es zum Beispiel eher im inneren Bereich Sinn. Hier macht es nochmal ein bisschen Sinn. Und meinetwegen auch hier. Dann haben wir, obwohl hier so Kleinigkeiten, die machen mal keinen Sinn. Der hier noch. Und dann passt das. Dann lassen wir einfach mal im Schnelldurchlauf hier alles passieren. Wir können hier unten mal noch ein paar Bäumchen mit hinstellen. Hier zum Beispiel schon mal. Nachfrage nach Wohnraum ist auf jeden Fall da.
Ja, ich weiß, Strom fehlt noch. Das heißt, die Häuser müssen hier unten erstmal den ersten Strom kriegen, damit sie sich dann selber untereinander verbinden. Wo es tricky wird, ist hier drüben mit dem Strom. Hier müssen wir gucken, von wo wir da am besten Strom herholen. Aber es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass wir hier unten noch eine Stromleitung langziehen müssten. Dann lieber bis hier ran, als die hier hinten mit lang zu ziehen. So, hier ist die Stromverbindung jetzt da. Da oben auch. Und dann gucken wir mal, dann haben wir hier so ein paar kleine Inseln, eine kleine Landzunge noch und hier oben ein kleines Gebiet, was sich entwickelt, was dann auch noch den Blick hier hinten auf die City hat. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht vor allem auch voran. Über das Gebiet fährt dann auch noch die Seilbahn mit drüber. Finde ich eigentlich ganz cool. Es geht jetzt wirklich dann eher so darum, dass sich jetzt hier langsam alles füllt. Hier fehlt noch ein bisschen Strom, weil dieses Gebiet aktuell nur durch das Riesenrad, durch das Riesenrad, durch das Windrad hier versorgt wird und durch noch nichts anderes. Also eventuell sollten wir auch hier erstmal noch eine Stromleitung hier rüber bauen. Auch die werden wir abreißen, sobald sich hier hinten alles ein bisschen weiter ausgebaut hat und der Strom generell auch hier oben mit an den Bahnhof rankommt und wir hier dieses Windrad abreißen können. Aber solange wie der Strom halt nur aus dem Windrad hier betrieben wird, müssen wir halt die Stromleitungen noch da lassen. Und jetzt können wir den Rest erstmal dort oben laufen lassen. Und können uns überlegen, wo wir noch ein weiteres Gewerbegebiet mit hin basteln. Also hier unten, wie gesagt, soll ja noch Tourismus hin. Aber voraussichtlich, weil der Tourismus hier noch nicht so groß ist, könnten von hier aus noch so ein kleines Barviertel mit reinbringen. Und dann habe ich auch überlegt, ob wir vielleicht auch noch wie so eine Art Chinatown mit dazu bauen. Dadurch, dass ich jetzt dieses Modern Japan Pack habe. Mit insgesamt 20 Gebäuden. Aber das würde halt, müsste man halt gucken, wo man das halt mit hinsetzt, ne? Auf jeden Fall nicht hier hin. Hier würde ich tatsächlich nochmal Freizeit mit hinsetzen. Es ist halt schwer. Man kann halt auch überlegen und gucken, dass man halt hier auch nochmal IT mit rein bastelt. Sowohl als auch. Hier quasi zwischen den ganzen Bars.
paar IT-Cluster zu stehen hat. Einfach nur, weil wir es können. Dann schauen wir einfach erstmal, wie das wirkt. Könnte auch sein, dass es total schlecht wirkt. Gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Und jetzt lassen wir das einfach erstmal kurz laufen. Auch Industrie wird wieder benötigt, aber Gewerbegebiete, Bürogebiete bauen ja beides, Industrie und Gewerbe wird ja damit abgedeckt. Jetzt schauen wir mal, wie das hier unten angenommen wird. Wichtig sind halt auch wirklich Flughäfen und Co. Und vor allen Dingen auch die Verbindung mit den Touristen hier in die Stadt hinein. Also da müssen wir dann auch wirklich gucken. Wie und wo wir hier Sachen durchlaufen lassen. Ich würde auf jeden Fall schon mal noch die Monorail-Schiene bauen. Dass wir die auf jeden Fall schon mal mitziehen. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir die auf jeden Fall hier schon mal hier lang gebaut. Ah, vielleicht müssen wir hier auch so einen Bus, so einen Monorail-Bahn-U-Bahn-Knoten machen. Dass wir gar nicht den hier hinbauen können. Müssen wir mal gucken, dass wir die Monorail, dass wir das alles hier auf einer Straße haben. Und dann hier mit rüberlaufen lassen und die hier dann parallel zur Brücke rüberlaufen. Aber das machen wir dann da. Überlegen wir nochmal, ob das so passt oder ob wir das so lassen oder ob wir die Monorail hier vorne an eine weitere Station laufen lassen, dass wir hier noch eine andere Straße mit hinbauen. Da müssen wir mal gucken. Wichtig ist auf jeden Fall, dass jetzt erstmal die ganzen Sachen hier bedient werden. Die Hotels ziehen sich hoch, die IT-Cluster ziehen sich hoch und die Bars. Die Einwohnerzahlen steigen und auch hier oben das Viertel nimmt so langsam und allmählich seine Form an. Die Gebäude kommen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier noch ein paar Bäumchen dann demnächst mit hinbauen. Das werde ich wahrscheinlich alles mal aufmachen. Das verschönern. Da werde ich mir mal so einen Tag, ein, zwei Stunden für Zeit nehmen. Dann werde ich das alles mal hier so ein bisschen ausschmücken. Das ist, glaube ich, nichts immer für eine Folge. Aber im Großen und Ganzen wachsen wir. Und vor allen Dingen wachsen wir auch wieder schön durchwachsen. Wir wachsen schön durchwachsen. Also mit kleinen Gebäuden, mit großen Gebäuden, so dass sich das alles auch ein bisschen miteinander zusammenfügt und gerade hier an den Buchten immer schöne kleine Highlights bildet. So wie ich es mir vorstelle.
Und auch hier drüben müssen wir natürlich dann noch ein bisschen gucken. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz für die Uni. Die werde ich mal irgendwann demnächst noch ausbauen müssen. Und dann bin ich gespannt, wenn wir bei 65.000 den letzten Part hier mit dazu kaufen können, wie sich dann unsere Stadt hier noch auf die letzten Inselstücken gestaltet. Okay. Ich glaube, das war's heute wieder. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr demnächst wieder mit einschaltet in der nächsten Folge Cities oder vielleicht bei Formel 1. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht und wie sich die Stadt hier dann noch entwickeln wird, wie sich die Straßen ziehen werden, wo vielleicht noch kleine Highlights hinkommen. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ein Flughafen muss noch hin. Eventuell habe ich einen kleinen Chinatown-Abschnitt gedacht. Vielleicht kann unten auch noch irgendwo eine kleine Gegend mit normalen kleinen Einfamilienhäusern hin, vielleicht auch unten rechts. Wir müssen mal gucken. Und ja, genau. So war's. Soweit war es das. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Geht da steil. Bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Tschüssi.